Ich zeige euch einmal ganz kurz, wo ich sitze, weil ich finde, ich habe ein ziemlich gutes Klassenzimmer gewählt heute. Ich sitze hier im Lappland. Ihr seht, da ist ein schöner Fluss. Und das da hinten ist der Sonnenuntergang. Und ihr seht, die Farben sind einfach wunderschön. Ruhig. Ich habe eine schwere Behinderung, eine Grunderkrankung, die mich aber im Moment nicht von meinem Arbeiten abhindert. Ganze Zeit schon machen, wir haben ein Telefonat schon, ey. Wenn das ein Schwedenurlaub wäre, dann wäre das eine sehr attraktive, schöne Zeit. Wenn man weiß, das hat ein Ende und dann geht es wieder zurück in die Zivilisation. Wie schnell das geht, dass jemand dann wirklich so draußen ist. Wir haben ihn so lange jetzt nicht mehr gesehen und einfach, ich würde ihn einfach so gern so umarmen einfach. Wünschen, hoffen, Daumen drücken, das machen wir jetzt gemeinsam. Wir reden so viel über Integration und Inklusion und Menschen, die dann plötzlich nicht funktionieren. Tschüss und dann kommt der Nächste und das finde ich nicht in Ordnung. Und es bringt nichts, der ausgeschlossene Eremit zu sein, der da verbittert drüber nicht teilhaben zu können. So, und jetzt ist noch keine Zeit für Traurigkeit. Und jetzt ist noch mal volle Genuss und Freude und so haben wir doch alle vereint. Möge die Macht auch weiter mit uns sein.